Es war einmal der Schöpfer von Jasmin Stab. Es war einmal der Schöpfer von Himmel und Erde. Und er schuf das Licht, das Wasser, die Pflanzen, alle Tiere und... Doch, Moment mal. Wieso denn es war einmal? Okay, zugegeben, das klingt wie Gotteslästerung. Doch wartet ab, hört weiter. Also, er schuf die Erde, den Himmel, das Licht, das Wasser, Pflanzen, Tiere und auch den Menschen. Gott sah, dass es gut war. Er gab den Menschen einen freien Willen. Er wollte, dass auch sie Schöpfer sind, denn er schuf sie nach seinem Ebenbild. Eines Tages hörte Gott ein hämisches Lachen aus der Dunkelheit. Da Gott sich stets um seine Kinder, die Menschen, sorgte, wie auch um alles, das auf Erden ist, so begab er seine Aufmerksamkeit in die Dunkelheit, aus der das Lachen kam. Gott, du Schöpfer aller Wesen und allem, was auf Erden und im Himmel existiert, du glaubst, du seist so mächtig, dass du herrschen kannst über dieses Reich? Gott erkannte die Gestalt, die aus der Dunkelheit zu ihm sprach, nicht. Denn sobald er sein Licht dorthin richtete, konnte er nichts sehen. »Wer bist du?« fragte er. »Ich kenne dich nicht, denn ich habe dich nicht erschaffen.« Und wieder vernahm er ein hämisches Lachen. »Ich bin die Finsternis, die Abwesenheit von Licht und Liebe. Ich bin... weil die Menschen an mich glauben.« Gott war überrascht, denn hatte er die Menschen nicht aus seiner Liebe erschaffen und nach seinem Ebenbild? So sagte er: »Du kannst nicht existieren, ich habe dich nicht erschaffen.« Das boshafte Lachen wurde nun noch lauter. »Aber die Menschen haben mich erschaffen. Du gabst ihnen die Macht dazu. Sie nähren ihr Ego und spalten sich von dir ab, weil sie dich vergessen haben. Sie suchen, doch weil ihr Licht im Herzen erloschen ist, finden sie nur mich, die Finsternis. Sie gaben mir sogar einen Namen, Satan. Und nun werde ich der neue Herrscher dieser Welt. Das kann nicht sein. Ich liebe meine Kinder. Ich werde sie behüten. Du kannst niemals über sie herrschen.« Und Satan forderte Gott heraus: »Wenn du dir deiner Sache so sicher bist, warum treten wir dann nicht gegeneinander an? Ich sag dir, deine Schäfchen sind böse. Sie hungern nach Macht. Ihre Gier ist unermesslich.« Gott wusste, dass dies nicht der Wahrheit entsprach, und obwohl er sich niemals auf eine Herausforderung mit Satan einlassen würde, so hatte er dennoch keine Wahl, als sich um seine Schützlinge zu kümmern, wenn sie tatsächlich auf einem Irrweg wären. So sprach Gott unermüdlich zu den Menschen, doch viele von ihnen hörten ihn nicht mehr. Die Finsternis breitete sich auf der Erde aus und die Menschen entzweiten und bekämpften sich immer mehr. Von Zeit zu Zeit leuchtete das Licht Gottes in den Menschen, doch sie vergaßen ihn immer wieder. Die Macht der Dunkelheit fesselte sie zu sehr. Satan bereitete sich auf seinen Siegeszug vor, denn er war sich seiner Sache sehr sicher. Doch Gott gab nicht auf. Er gibt niemals auf, auch heute nicht. Er ruft die Menschen unaufhörlich, er spricht zu ihnen durch seinen Geist und erreicht die Menschen mit seinem Licht in ihren Herzen. Er ist die Wahrheit und das Licht.
Lass Satan nicht siegen, den Herrn der Finsternis. Er hatte niemals Macht über dich, nur solange du es zulässt. Das Licht vertreibt die Dunkelheit, immer. Und das ist die Wahrheit, die du in dir finden wirst, wenn du dich dem Licht zuwendest. Und nun liegt es an jedem Einzelnen von euch, ob diese Geschichte weiterhin mit »Es war einmal« beginnen wird oder ob es eine Geschichte ist, die alle Menschen an das Licht in ihrem Herzen erinnert, um es zusammen mit ihrer Schöpferkraft leuchten zu lassen, damit die Finsternis vertrieben wird.